So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Und es ist soweit, der zweite Teil der Hensler Pizzen. Dieses Intro seht ihr auch wieder zweimal, denn ich habe zwei Sorten getestet. Henslers Pizza, die kam von Güstrow mit einem Paket hierher zu mir. Das war schon komisch, weil die ja am Donnerstag verschickt wurden, am Samstag ankamen. Ich habe gesagt, wie soll man das denn noch essen? Das ist doch dann alles nur noch Brei. Jetzt hat Bianca gesagt, ich habe ja nur zwei Sorten rein. Es gibt ja vier Sorten, die zwei anderen schicke ich dir noch. Also hat sie am Freitagnachmittag nochmal ein Paket in die Post. Richtig geniale Aktion, denn die waren jetzt Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag unterwegs und sind heute am Dienstag angekommen. Deswegen mache ich jetzt das Paket auf Schau. Sind wirklich die zwei Sorten drin? Sie sagt nämlich, sie weiß schon gar nicht mehr, welche Sorten sie mir beim ersten Mal geschickt hat. Und die packen wir jetzt aus und dann essen wir die. Und ich hoffe, die kann man noch essen. Am Montag im Chat haben alle gesagt, wenn das kommt, esst das nicht mehr. Das ist dann bestimmt eklig. Das sind Salmonellen drauf, das sind Bakterien drauf. Das ist alles abartig. Der Käse, die Wurst, der Schmand, alles, was da so drauf ist, kannst du nicht einfach ungekühlt 4-5 Tage darum fliegen lassen. Da waren sich alle einig. Bianca hat gesagt, wieso geht auch? Ich hab's doch in eine Kühltüte reingepackt, ne? Das klingt irgendwie nicht so ganz durchdacht, aber angeblich sind im zweiten Paket ja Kühlakkus. Und die retten das Ganze. Wir machen es mal schnell auf. Das ist das große Paket, was also jetzt ankam. Wir hatten letztes Mal also Don Diabolo von Henslers Pizza. Und wir hatten diese Bella Verdure Gemüsepizza. Das heißt, zwei Sorten fehlen noch. Ich dachte, da kommt noch was übelst Heftiges. Wie ich jetzt weiß, dürfte es nur noch Margarita und Carbonara sein als Sorte. Das heißt, es ist alles trotzdem sehr vegan gehalten oder vegetarisch gehalten, sagen wir mal. Wo ist denn eine mit richtig fetter Wurst, die richtig knallt? So, hier habt ihr jetzt keine Ahnung, einen kaputten Ballon von einem Geburtstag oder soll es eine Kühldecke sein? Eine Kühldecke für die Hensler Pizza. Dann gucke ich hier rein. Also hier ist die Carbonara Pizza in lila, das passt. Hier ist die Bella Verdure Pizza. Oh mein Gott, die haben wir doch schon gehabt. Also die ist zu viel. Und hier ist eine gelbe Margherita Pizza. Margherita, die werden wir wahrscheinlich dann als erstes machen. Hier sind noch zweimal Samyang Bulldog Mala drin. Aber kenne ich ja nun schon, aber trotzdem danke, obwohl die mir ja nicht so geschmeckt haben, weil die so pfeffrig waren. Hier ist Spaltentester drin. Für Sandra wahrscheinlich, um die Spalte zu testen. Und pass auf, das ist der Witz. Hier ist noch in so ein Ding eingepackt ein Kühlakku. Ein Kühlakku, der ist halt jetzt nicht kühl, der ist nicht gefroren, das ist einfach gar nichts. Also wer denkt, dass ein Kühlakku man da reinpackt und nach 5 Tagen der die Pizza noch kühlt, da weiß ich auch nicht. Das war das Intro. Ich guck mal, ob die Pizza vergammelt ist und würde sagen, rein ins Testvideo. So, und da sind wir zurück mit der letzten Hensler Pizza. Henslers Pizza, Henslers Pizzas, Hänsel und Gretel. Wo führt das noch hin? Henslers Pizza diesmal in der lilanen Variante, orange, gelb, grün und lila. Wo ist der schwarze Karton? Der fehlt mir noch. Das ist diesmal eine Carbonara Pizza. Kenne ich so als Sorte also nicht, obwohl ich nicht weiß, was drauf ist. Da muss ich erstmal lesen. Beste Steinofenpizza belegt mit Schmand. 5 Tage unterwegs, ungekühlt. Dieser blöde Kühlakku, der hält doch vielleicht eine Stunde und dann ist es aufgetaut, dann ist das nur noch Wasser. Erzählt mir noch nichts. Mit Schmand, Mozzarella, Speckwürfeln und Grana Padano. Also, Mozzarella schmeckt eh nach nichts. Speckwürfel, das kann ein bisschen eklig werden. Oder den nötigen Geschmack und die Würze reinbringen, die ich die ganze Zeit schon vermisse. Grana Padano, ist das nicht auch so blättriger Käse? Kräftig im Geschmack, aber sehr dünn. Probably the fastest pizza, super crunchy and delicious. Jetzt verstehe ich das auch, weil die letzte hat gerade mal 2 Minuten im Ofen gebraucht und war dann schon fertig. Ihr habt also den Karton, hier steht halt überall drauf dann Carbonara, Carbonara hier, Carbonara da. So, also Carbonara und die Bella Verdure sind wahrscheinlich die zwei besonderen Sorten, weil die Diabolo, Margarita, nee.
Dann hat der Hänsel natürlich wieder hinten drauf, da grinst er wieder was vom Pferd und dann steht hier Geheimrezept alla Pasta Carbonara, verfeinert mit Steffens Gewürz, Boden mit Liebe von Hand geformt, 48 Stunden Teigreifung, besonders cremig, Riesengeschmack mit fast 30 cm Größe, fertig in nur 6 bis 8 Minuten. Und wenn ihr nicht wisst, wer das ist Steffen Hänsler. So. Guckt es euch nochmal an. Wir müssen den Karton ja dann eh zeigen. Jetzt machen wir das auf. Ich habe gerade schon eine halbe Pizza gegessen. Die andere habe ich dem Muttertier hin. Jetzt ziehe ich das raus und es ist wieder falsch rum. Aber wieder diese hochwertige Folie, die so glatt ist. Oh mein Gott, und du brauchst wirklich 3 Bauarbeiter, um das abzumachen. Die kannst du nicht einfach mit der Hand zerreißen. Das sind die 3 Bauarbeiter. Das mache ich jetzt hier auf. Und ich sehe... Ja gut, durch Schmand ist es natürlich jetzt sehr weiß. Durch den Mozzarella ist es sehr weiß. Durch den Gran Panna ist es sehr weiß. Und das Einzige, was man sieht, sind die Speckwürfel. Oh, wieso habe ich denn jetzt den Teller nicht hier? Normal bräuchte ich einen Teller, nicht irgendeinen, sondern den Teller, damit ich das da drauf packen kann. So. Jetzt wird's kriminell. Eine Schmandpizza, 5 Tage ohne Kühlung unterwegs bei der Post gewesen, Freitag bis Dienstag, also Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Die kommt jetzt in den Ofen, sieht aus wie ein Flammkuchen. Mal gucken, was es ist, wenn die fertig ist. Boah, sie riecht auf jeden Fall schon, naja, wie was, was man entsorgt und nicht, was man isst. Also vor der musst du Schiss haben. Aber wir packen sie in den Ofen. So, die Pizza ist fertig und ich habe ja gesagt, die riecht schon ein bisschen komisch. Was ich damit meine ist, die hat so einen leicht säuerlichen Geruch. Jetzt sagst du, der ist ja klar, ist ja auch Schmand, der wird ja auch schnell schlecht. Was aber auch sein kann, diese Speckwürfel können ja auch was abbekommen haben. Pupsi sagte, dass man in der Regel so eine Pizza aufgetaut, nur 2 Tage haltbar sind, danach nichts mehr. Wenn da Wurst drauf ist oder Fleisch, sogar noch weniger. Schinken, Speckwürfel, das ist ja irgendwie eine Art Fleisch. Also ist das ja nach 5 Tagen vielleicht trotzdem nicht so gut. Ich möchte jetzt aber trotzdem anschneiden. Will mal gucken, wie das schmeckt. Und wenn nicht, haue ich die halt weg. Und ich muss ja sowieso noch die als drittes hier, diese Bella Verdure. Da ist ja auch Schmand drauf. Wenn ich einmal dabei bin, will ich die dann auch gleich noch machen. Und ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall heute heftiger Pizzatag. Das ist Hänslers Pizza mit Carbonara. Das A steht für A, genau. Carbonara steht für A. Ist doch egal. Ich mach jetzt einfach, schneide ich jetzt hier mal durch. So. Die kommt mir irgendwie fester vor als die anderen. Also die anderen haben ja immer so übelst den Durchhänger gehabt. Und die anderen waren immer so matschig. Vielleicht ist es auch, weil die nicht 2 Minuten im Ofen war, sondern 3 volle ganze Minuten, dass sie jetzt hier ein bisschen mehr Festigkeit aufweist. Also Schmand, Mozzarella, Speckwürfel, Grana Padano. Ich habe so Schiss, da reinzubeißen. Wir nehmen uns ein Stück. Sieh, das hängt nicht ganz runter. Das hängt nicht so ganz runter. Das ist schon ein bisschen fester. Und der Boden ist auch irgendwie, der Rand ist auch irgendwie höher. Und ist auch irgendwie dicker, aber eigentlich ist er von Hand geformt bei allen. Die sollen ja alle, also die können nicht alle haargenau gleich sein, aber man merkt, bei der letzten hatte ich Glück, dass das halt wirklich relativ wenig Rand war. Da ist jetzt wieder viel Rand. Rand ist immer das, was satt macht, deswegen. Rand ist zum Halten, Rand ist zum satt machen, deswegen, ihr wollt nicht satt werden, esst kein Rand. Ich drücke die trotzdem jetzt so ein. Hab hier meinen dicken, fetten, meine Döner-Tasche. Beiß da jetzt rein und guck mal, wie das schmeckt. Vom ersten Eindruck denke ich, das ist doch wie die Margarita eben. Vielleicht hat die Margarita auch gar nicht mehr so geschmeckt, wie sie schmecken soll, weil das einfach nur noch Matsch ist. Und Matsch schmeckt halt nach Matsch. Weil wie kann es sein, wenn da Schmand drauf ist und keine Tomatensoße, dass eine mit Tomatensoße genauso schmeckt wie eine mit Schmand? Das muss doch komplett einen Unterschied haben. Mozzarella ist jetzt nicht der große Unterschied. Diesen besonderen Grana Padano Käse, wenn das überhaupt Käse ist, merke ich jetzt auch nicht so krass raus.
hat am Geschmack nachgelassen. Aber was ist denn mit den Schinkenwürfeln? Ich dachte, die Schinkenwürfel knallen voll rein. Ich nehme mir mal ein anderes, weil hier vorne drauf sind ganz viele Schinkenwürfel. Ich beiß jetzt mal hier rein. Jetzt tropft hier was raus. Okay, das ist auch interessant. Annette, was sagst du? Also, ich finde die Tatsache mit Schinkenwürfeln finde ich ganz gut, weil meistens ist so Schinken drauf, der ist so groß und zieht sich immer so rum. Schinkenwürfel ist klein und würzig und dezent, aber irgendwie kommen die Würze nicht so richtig durch. Ob das jetzt dran liegt, weil die halt 5 Tage da ungekühlt rumgeflogen ist oder an was anderem, ich weiß es nicht. Ich habe mir die auch jetzt irgendwie kräftiger vorgestellt. Wenn man sich nur, wenn man alles ausblendet und einfach nur reinbeißt, ich muss es nochmal machen, hat sie ja einen sahnigen Geschmack, okay. Eine Schinkennote, leicht im Abgang, ist auch da. Du hast was Käsiges, du hast was Pframpfiges, du hast was, was eigentlich passt. Also es ist wie eine Käsepizza irgendwie, eine Käse-Sahne-Pizza. Ach, mit Schinken auch noch, wer hätte es gedacht. Also, ich kann jetzt nicht rausschmecken, dass sie gerade irgendwie säuerlich ist oder irgendwie verdorben. Es ist halt trotzdem ungewöhnlich, weil das habe ich so noch nie gehabt. Finde ich im Großen und Ganzen aber trotzdem auch wieder. Was ich jetzt nicht nochmal brauchen würde, gerade auch durch dieses Sahnige zu viel. Ich bin so der herzhafte Typ. Dieses ganze cremige, sahnige ist mir dann immer zu viel. Da denkst du, du isst ein Stück und hast dann schon Bauchramses. Und wenn du dann Bauchramses bekommst, weißt du nicht, liegt es am Schmand oder an den 5 Tagen. Obwohl ich es gerade ausblenden wollte, ich kann es einfach nicht. Also es ist auf jeden Fall ein Experiment. Ich kann mir vorstellen, dass das viele Leute gut finden, weil es das vielleicht in der Form so nicht gibt. Obwohl es doch eine Art Flammkuchen für mich darstellt, auch gerade mit Schmand und mit Schinkenwürfeln. Also Flammkuchen, Pizza oder Flammkuchen generell, so gefrorene gibt es ja. Aber ja, 6 Euro dann für so ein Ding, das wäre es mir nicht wert. Ihr könnt das aber machen. Wenn ich die Augen zudrücke, sage ich, es schmeckt, man kann es essen. Mein Geschmack an sich ist es aber jetzt nicht unbedingt und für den Preis sowieso nicht. Aber ich möchte es trotzdem nochmal mit Tabasco probieren. Dafür esse ich aber jetzt hier den Rand noch weg. So, der Mund ist wieder leer. Die halbe Pizza ist weg, ihr seht. Dieses eine Stück ist noch übrig. Das habe ich als allererstes gehabt, als ich probiert habe. Das nehme ich jetzt auch, wenn ich den Tabasco mit drauf mache, weil Tabasco auf Pizza ist ja ein Muss, steht ja drauf. Hier, ich lese mal den anderen Text. Es steht nämlich, Tipp, do in paar Truppels Tabasco over je Pizza, fos noch mehr bit. Und das ist das, was hier unten steht. Und im letzten Video hattet ihr das, was hier oben steht. Und wenn ihr beides zusammensetzt, dann könnt ihr was gewinnen. So, jetzt machen wir das Tabasco auf. Jetzt tröpfeln wir das Tabasco hier drauf, ungefähr so. Dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Ho, 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 ho. Euer Ramses, guck mal, dieses rote Meer da drin. So, hier auch der Mund leer, Tabasco kommt, Tabasco geht, die Zunge brennt und witzelt ein bisschen. Das war trotzdem okay, ich hoffe, mir geht's danach noch gut. Ich habe schon wieder auch die nächste hier auf dem Teller. Das ist jetzt die, wir im ersten Video schon getestet haben, die grüne Bella Verdure. Denn die ist ja auch mit Schmand und mit Blumenkohl. Die riecht aber nicht säuerlich und komisch, also war es vielleicht nicht der Schmand, vielleicht doch die Schinkenwürfel, die ein bisschen gerochen haben. Die kommen jetzt auch noch in den Ofen, denn die muss auch noch irgendwie gemacht werden, gegessen werden. Danke nochmal an den Bierschanger für diese super Aktion. Auch wenn ich die ganze Zeit am Meckern und Schimpfen und Tun bin, das bin ich. Ich muss das machen, das finde ich sehr wichtig. Aber danke dafür, dass du es mir ermöglicht hast, die 4 Hensler-Pizzen zu probieren. Denn bei uns habe ich die auf jeden Fall noch gar nicht gesehen. Aber es gibt Leute, die schwärmen davon, dass die super genial sind. Für mich sind sie alle 4 nix. Auch wenn mal eine dabei war, die was Besonderes war, die man essen konnte, würde ich sie trotzdem nicht nochmal essen. Hab da andere Favoriten, die günstiger sind, wo mehr drin ist.
wie so Standardzeug sind. Ich bin nicht dieser luxuriöse Supertyp, der da sich mit was weiß ich umwerfen muss. Deswegen Henslers Pizza für mich ein bisschen too much. Zu weit oben ist nicht meine Gesellschaft, in der ich mich rumtreibe. Ich gehöre zu den Ninja Turtles da unten in die Kanalisation. Aber die Ninja Turtles Pizza gibt's ja auch, genau. Die fand ich ja auch nicht so gut. Also, das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und Grüße gehen raus an Ja Edelsalami von Rewe. Denn das ist immer mein Favorit. Glas Peperon drauf, perfekt.